als nicht in Deutschland sozialisierter Mensch werde ich versuchen, die Zeit zu halten, kann ich aber nicht versprechen. Vorab möchte ich erst mal sagen, die Begriffe, die ich benutze, sind nicht schwarz und weiß. Das heißt, wenn ich von Flüchtlingen, von Menschen mit Migrationshintergrund, von Politikern, von Medien, dann sind das Trends oder Erfahrungen, die ich in meiner Arbeit mache, aber es sind natürlich nicht etwas, was an allen Menschen aus diesen Gruppen gilt, sondern es gilt hier die Differenzierung. Zweitens, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Diplompsychologe, mein Studium beendete ich 2009 und seitdem arbeite ich eigentlich in diesen Bereichen an der Basis, da wo die Menschen sind. Also mit der Mind Prevention haben wir unterschiedliche Projekte, die vor allem in Willkommenklassen, in Schulen, in Asylheimen, teilweise in Haftanstalten und versuchen wir in unterschiedlichen Methoden oder mit unterschiedlichen Zielgruppen einfach Wertevermittlung und Präventionsarbeit gegen Extremismus und Radikalisierung zu betreiben. Die beiden Vorrednerinnen, die Wissenschaftlerinnen, haben ja mehr oder haben zusätzlich viel über wissenschaftliche Trends und Entwicklungen und ich würde gerne mehr über die Praxis in diesem Bereich zugehen. Und schon am Anfang, den Begriff Integration zeigt eigentlich, wo die Debatte gerade steht. Dann in vielen wissenschaftlichen oder in aktivistischen Gruppierungen ist der Begriff Integration schon von gestern. Wenn man über das Phänomen, wie Menschen in eine Gesellschaft aufzunehmen sind und wie sie dann ankommen in eine Gesellschaft, wurde diesen Begriff mit dem Begriff Teilhabe abgelöst. Teilhabe ist Teil der Integration, ja. Wenn Menschen zu uns kommen, dann brauchen sie auch emotionale Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft, um überhaupt sozusagen diese Gesellschaft kennenzulernen, sie zu begegnen und dann vielleicht auch Vorurteile, Ängste und so weiter und so fort abzubauen. Aber das ist der zweite Schritt. Dann der erste Schritt wäre, und das ist schon etwas, was mir in den letzten Jahren immer wieder viele Probleme gebracht, dass die Bringschuld bei den Zugewanderten liegt erstmal, neugierig auf diese Gesellschaft zu sein und vor allem die Werte dieser Gesellschaft, und damit ich meine ich nicht die Feierabendbier oder den Weihnachtsfeier, sondern die Grundwerte, die aus dem Grundgesetz resultierten, zu akzeptieren, zu verinnerlichen und vor allem alles Chance zu sehen und nicht alles Risikofaktor. Und in meiner Arbeit seit 2007 in unterschiedlichen Projekten merke ich, dass vier Themen vor allem Menschen in ihren Grenzen bringt und vor allem Schwierigkeiten entstehen bei der Integration von Menschen, die neu bei uns sind. Und wie gesagt, das ist keine homogene Gruppe. Auch die Erfahrungen mit Syrer, Afghaner, Menschen aus dem Iran zeigen, das ist eine sehr heterogene, sehr unterschiedliche Gruppe mit unterschiedlichen Menschen, die sehr unterschiedlich auch zum Thema Freiheit stehen. Aber trotzdem, bei vier Themen hadert es. Bei vielen Themen gibt es Herausforderungen, die unsere Gesellschaft sozusagen bewältigen soll, gemeinsam mit diesen Menschen. Und das ist als Erste das Thema patriarchalische Strukturen, also der Umgang mit sexueller Selbstbestimmung, eigentlich ein Thema, die genau bei den Menschen, die wir kritisieren sollen, ganz, ganz groß geschrieben. Und trotzdem werden solche Probleme immer wieder kleingeredet und die Hinweise, dass wir Probleme in diesen Bereichen haben, alles rassistisch abgetan. Also ich erinnere mich, wie ich immer wieder gefeiert wurde, auch von Akteuren aus der linken Spektrum, diese Politik als Brückenbauer. Und ab 2018, als ich mich nicht mehr mit dem Thema oder nicht ausschließlich mit dem Thema Radikalisierung und Islamismus beschäftigt, sondern auch mit dem Thema Integration, als Krawallmacher dargestellt wurde, als Rassist. Also ich bin 18 Jahre hier, ich bin nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft, ich habe Rassismuserfahrung gemacht, ich arbeite auch gegen Diskriminierung und Rassismus und halte übrigens, was viele ja immer wieder ignorieren,
Rassismus und Diskriminierung als universaler Phänomen. Das ist sozialpsychologisch schon längst angesprochen, längst geforscht wird. Es gibt natürlich Rassismus, aber das ist nicht etwas, was man nur bei weißen Menschen findet, sondern es ist die Art und Weise, wie wir Informations aufarbeiten, die Art und Weise, wie wir Informations speichern und die Art und Weise, wie wir auch Menschen wahrnehmen. Und wir neigen dazu, zu homogenisieren, zu kategorisieren. Das ist in der arabischen Bevölkerung nicht anders als in Deutschland, nicht anders als in den USA und nicht anders in Afrika. Und übrigens, wenn wir dann in Asylheime oder in Integrationskurse sind, dann merken wir, dass auch unter die unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen massive Rassismuserfahrungen gegenüber anderen Gruppen, also Syrer gegen Leute aus dem Iran oder halt gegen Afrikaner und so weiter und so fort. Das ist auch Teil davon, ohne das jetzt irgendwie kleinschreiben zu wollen. Patriarchalische Strukturen ist das Thema, die die meisten Identitätsverlustängste bei den Menschen, die zu uns kommen, auslöst. Vor allem aus dem Grund, dass diese Menschen anders zum Teil sozialisiert sind, dass sie ganz andere Werte in den Schulen, in den gesellschaftlichen Systemen erlebt haben. Leute, die aus dem Irak oder aus Syrien kommen, wachsen nicht mit Toleranz gegenüber Homosexualität, wachsen nicht mit der Gleichberechtigung, wachsen nicht mit der Vorstellung, meine Tochter darf mit 18 ihren eigenen Weg gehen, sie ist für ihren Körper verantwortlich. Und die Zahlen übrigens zeigen immer wieder, vor allem natürlich seit 2015, dass wir eine zunehmende Probleme haben von Frauen, die mit Deutschland Emanzipation und Freiheit verbinden und in Deutschland von diesen Gruppen unterdrückt werden, bis massiv zu Ehrenmorden kommt. Die Ehrenmordzahl, wenn man die Medien beobachtet, ist seit 2015 zugenommen. Aber statt darüber eine Debatte zu führen, verlieren wir uns in Definitionen und betrachten diese Ehrenmörder, die ganz natürlich auch gewisser kultureller Hintergründe haben, als allgemein Femizid. Das heißt, wir vergleichen das mit Frauenmorden auf anderen Ebenen, auch wenn die Unterschiede da sind. Bei Ehrenmörder spielen auch gewisser Sozialisation und vor allem ist das niemals ein Tat von einer einzelnen Person, sondern es gibt auch eine gesellschaftliche Akzeptanz oder eine gesellschaftliche Begleitung, dass das Verhalten einer Frau, die nicht entsprechend ihre gesellschaftlichen Normen verhält, ablehnt, entmenschlicht und solche Gewalttaten auch teilweise legitimiert. Da liegt die große Herausforderung in den nächsten Jahren. Und da brauche ich eigentlich diese Akteure, die mitmachen, damit es überhaupt dazu kommt und damit wir diese Probleme abbauen. Aber wenn ich die Studien lese, die manchen Aktivisten und manche Institutionen auch auf Bundesebene wie dem BAMF anschauen, wenn sie zum Beispiel die Integration messen wollen, wenn sie zum Beispiel das Leben von Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Flüchtlinge, anschauen, dann merke ich, dass dieses Thema wie die anderen drei Themen massiv ignoriert werden. Das heißt, es werden Fragen gestellt, wer zu Hause die Arbeit erledigt, ob der Mann sich beteiligt zum Beispiel. Und dadurch werden dann Schlussfolgerungen getroffen, ob es hier Gleichberechtigung herrschte, ja oder nein. Zum Thema Sexualität, Jungfräulichkeit, der Erwartungen von einer zukünftigen Partnerin, also die reine ehrenvolle Frau in diesen gesellschaftlichen Gruppen, wird komplett ignoriert. Man redet gerne über das, was ja zeigt, dass diese Menschen vielleicht sehr nah an die deutschen Werte sind. Und da, wo die großen Differenzen sind, wird das komplett ignoriert. Als zweites Thema, und das haben wir sehr deutlich zum Beispiel im November 2020 auch hier in Deutschland gesehen, die Ablehnung von Meinungsfreiheit, wenn es die eigene Religion betrifft. Also die Wiederveröffentlichung der Karikaturen hat nicht dazu geführt, dass nur Samuel Paty ermordet wurde, sondern hat dazu geführt, dass in Neukölln, in Köln, in Paris und überall in den muslimischen Ländern, auch hier in Europa unter muslimischen Menschen, die Ablehnung dieser Meinungsfreiheit enorm groß, die Boykottbewegung gegenüber Frankreich sehr, sehr groß geworden. Und
die meisten Menschen haben nicht verstanden, warum das Teil der Aufklärung ist und Teil des Gesamtpakets, wenn Menschen bei uns leben und von Wohlstand und Freiheit irgendwie Gebrauch machen wollen. Als drittes Thema ist natürlich das Thema Antisemitismus, also die historische Verantwortung Deutschland. Da verlieren wir wieder in den Begrifflichkeiten importierter Antisemitismus, ja oder nein. Antisemitismus herkunftsübergreifend, das muss ich hier nicht betonen, gibt es ihn in links, in rechts, in der Mitte der Gesellschaft. Aber es gibt auch einen muslimischen Antisemitismus, der areligiös begründet wurde, also islamisch begründet wurde. Und natürlich auch einen Antisemitismus, der Teil der Sozialisation in Ländern wie Irak und Syrien, wo eigentlich die Schulsysteme und die politische Elite, sozusagen Israel, aber auch die Juden, alles eine homogene Gruppe sieht, die unsere Feinde oder ihre Feinde sind. Und da sind die massiven Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und statt dass wir uns damit beschäftigen, verlieren wir, wie ich erlebt habe, 2018 auf die Buchmesse, in Alternativerklärungen, die das Problem kleinschreiben. Wenn ein Redakteur einer großen Zeitschrift ein Buch, der behauptete, Integration funktioniert, je mehr sozusagen Probleme in der Gesellschaft sichtbar werden und das als der Gute-Laune-Buch des Jahres, dann frage ich mich, ob wir jetzt hier sind, die uns beschäftigen mit dem Thema, da sind, um Gute-Laune in der Mehrheitsgesellschaft zu reproduzieren, oder ob wir Realitäten abbilden wollen. Und die Realitäten zeigen immer wieder in unterschiedlichen Sichtweisen, dass wir Probleme haben, dass diese Probleme nicht die entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, um diese Menschen zu erreichen, vor allem um Lösungen anzubieten. Und diese Bereitschaft hat massiv abgebaut, weil wir in Schwarz und Weiß teilen. Das heißt, seitdem die AfD vor allem die Stärke hat, wo viele Menschen auch zu Recht sich erschrocken von diesen Entwicklungen, ist die Bereitschaft, solche Themen in der Mitte der Gesellschaft anzusprechen und nicht einfach die AfD oder recht radikale Gruppierungen dieses Thema einfach abzugeben, zu sagen, behandelt sie, wir schweigen dazu, wir wollen nicht darüber sprechen, dass genau da ist der Punkt angekommen, wo wir gerne solche Themen ignorieren. Auf medialen Ebene, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene. Und die reine Beschäftigung mit solchen Problemen, meistens alles ein rassistischer Akt dargestellt. Es geht nicht darum, diese Menschen zu verteufeln oder als unintegrierbarer Menschen darzustellen, sondern es geht darum, erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit für die Herausforderungen zu entwickeln und B, uns auf dem Weg machen, um Lösungen zu suchen. Die Mehrheit, und damit schließe ich, die Mehrheit der Integrationsakteure, die mittlerweile mit enorm viel Geld finanziert werden, das ist auch gut so. Wir waren vor 10 Jahren woanders, da gab es kaum Gelder, um diese Gruppen zu erreichen. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass A, die Fördergeldgeber eine gewisse Erwartungen haben, dass man sehr allgemein formuliert, dass man bestimmte Themen vermeidet. Und ich mache auch die Erfahrung, dass die meisten gesellschaftlichen Akteure in diesem Bereich lieber das Thema Diskriminierung und Erfahrung ansprechen, Integration als die Abbau von Diskriminierung und Vorurteile sehen. Und da, wo diese Menschen in der Verantwortung sind, da, wo Veränderung von denen kommen soll, was auch dazu gehört, komplett ignoriert. Und meiner Meinung nach, wer mich nicht als mündiger Mensch betrachtet, wer mich von meinen eigenen Kritikern schützen will, betreibt keine moralische Angelegenheit, sondern er hält mich für ein Kleinkind, er hält uns Migranten für Leute, die nicht auf Augenhöhe zu begegnen, die von Kritik geschützt werden. Und das ist nicht anders als Rassismus. Und da mache ich einen Punkt. Danke.